Einer meiner wichtigsten Lehrer, Ajahn Sumedho, hat einmal gesagt, wir seien, wenn wir in einen Raum betreten, ein Zimmer betreten, meistens ist es so, dass wir sofort, wenn wir zu den Menschen gehören, die Verlangenstypen gehören, sehen wir sofort, was uns passt an diesem Raum, was uns gefällt, was wir auch haben möchten. Wenn wir zu anderen, eher wenn wir uns eher in die andere Kategorie einteilen, sehen wir sofort, was wir auf keinen Fall haben möchten, was schrecklich ist an diesem Raum. Wenn wir eher zu den bisschen vernebelten Kategorie gehören, nehmen wir gar nichts wahr. Merken gar nicht, wo wir sind so richtig, sind sonst irgendwo beschäftigt innerlich. Aber sehr selten nehmen wir den Raum wahr, wenn wir einen Raum betreten. Und vielleicht ist etwas, an das ich mich sehr viel oft erinnern muss, und gerade auch an solchen Anlässen wie eine Konferenz wie diese, die sehr wichtig ist und sehr toll, und wunderbare Vorträge und Beiträge und Begegnungen und sehr reich. Aber auch dort denke ich, auch wenn es noch so toll und reich und spirituell und was nicht alles ist, kann man sich auch sehr stark darin verlieren und sich erschöpfen auch an so einem Kongress. Ich finde es immer mal wieder hilfreich für mich auch eben an diesen Raum mich zu erinnern. Ja, und das ist ja nicht etwas, das man dann machen muss, die denn irgendwie hinzukriegen, sondern einfach so vielleicht für sich innerlich, ohne dass man das äußerlich merkt, so ein bisschen die Aufmerksamkeit von dieser Faszination auch, sei das jetzt, indem wir etwas ganz toll finden und haben wollen, oder sei es, indem wir uns abgestoßen fühlen, was ja auch wieder eine Art Faszination ist. Dort die Aufmerksamkeit ein bisschen wegnehmen und uns eher mal so ein bisschen eben an diese Stille uns wieder daran erinnern, an diese Zwischenräume auch. Ohne dass all diese Erfahrungen gar nicht möglich wären. Einfach um mich und euch auch daran zu erinnern, immer mal wieder. Das Thema des Vortrags, das ich gewählt habe, Selbstaufgabe oder Selbstachtung. Wie gesagt, als ich dann diesen Vortrag vorbereitet habe, kam es ein bisschen so raus, dass vor allem eben diese Qualität von Selbstachtung und Selbstvertrauen im Vordergrund steht. Oder wie wir diese Qualitäten weiter vertiefen können in uns selber. Wir haben die ja alle ein Stück weit und einige von uns denken, es ist etwas, das mir eher nicht so fehlt. Aber ich denke, gerade auch bei Frauen ist es doch oft auch so, dass ich eher das Gefühl habe, da könnte ich noch mehr davon gebrauchen. Eigentlich scheinen diese beiden Worte oder Begriffe, Selbstaufgabe oder Selbstachtung, wie ein vermeintlicher Gegensatz zu sein, ja. Man könnte vielleicht auch sagen, die buddhistische Herzens- oder Geistesschulung ist eigentlich beides. Auf der einen Seite eine Selbstaufgabe und auf der anderen Seite eine Kultivation von Selbstachtung. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, zuerst vielleicht zu klären, was wir überhaupt meinen mit diesen Worten. Etwas, das sowieso, ich sehe sehr viel Konflikte, auch gerade auch unter den buddhistischen Schulen vermieden werden könnte, wenn man überhaupt mal klären würde, bevor man ein Gespräch hat, was gemeint ist mit all diesen verschiedenen Worten. Weil sehr oft meinen wir nicht dasselbe, wenn wir von einem selben Wort sprechen. Wenn ich sage, dass Selbstaufgabe auch ein Teil ist der spirituellen Praxis, dann meine ich hier eben nicht Selbstaufgabe im Sinne von seine Bedürfnisse ja nicht anerkennen oder sich klein machen, das, was man, ja, ich sollte mich selbst aufgeben, quasi, ich sollte
nur für die anderen da sein oder was immer wir mit diesem Wort verbinden, sondern mit Selbstaufgabe, wie ich es hier verstehe, wenn es eine spirituelle Praxis ist, dann ist es eher im Sinne vom Durchschauen unserer eben trennenden oder uns isolierenden Tendenzen in uns selber. Also Selbstaufgabe im Sinne von Selbstdurchschauung. Also dieses Selbst, das uns Leiden macht, ablegen. Und nicht das Selbst, das wir brauchen, um überhaupt eine spirituelle Praxis auszuüben, ablegen zu müssen. Und spirituelle Praxis wird ja oft mit Selbstlosigkeit oder eben Selbstaufgabe in Verbindung gebracht, aber sehr selten eigentlich mit Selbstachtung und Selbstvertrauen. Ich glaube, wenn wir einen transformierenden spirituellen Weg gehen wollen, effektiv gehen wollen, brauchen wir aber gerade Zuversicht und Selbstachtung. Also wir brauchen Mut, unsere eben oft leidbringenden Tendenzen von Kontrolle, von Festhalten, von Aversionen zu durchschauen und eben durch Verhaltensweisen zu ersetzen, die uns echt glücklich machen. Und der Weg beginnt ja eigentlich immer im Hier und Jetzt und findet auch immer nur im Hier und Jetzt statt. Wir können nicht gestern praktizieren oder morgen dann, sondern wir können es immer nur dann, wenn wir uns gerade daran erinnern. Und oft finden wir in diesem Hier und Jetzt eben eher Zaghaftigkeit oder eben auch das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Kontrolle. Nun geht es aber nicht darum, diese Hindernisse zu vernichten, sondern sie eben zu erkennen und sie eigentlich als Futter für unsere Weisheit zu gebrauchen. Und Zaghaftigkeit und der Zweifel, ob diese innere Freiheit tatsächlich möglich ist, ist auch ein großer Teil meines inneren Weges. Wenn ich zurückschaue über die jetzt etwa 20 Jahre Praxis, kann ich sagen, dass ein großer Teil davon auch, oder von Früchten, die ich sehe meiner Praxis, eben auch der ist, dass mehr Selbstvertrauen in seinem besten Sinne und Selbstachtung entstanden ist. Und natürlich auch dadurch mehr Vertrauen in meine spirituelle Praxis. So Ideale wie Selbstlosigkeit, Opferbereitschaft, andere wichtiger nehmen als sich selber, prägen ja sehr oft unsere Vorstellungen eines spirituellen Weges. Und sei der jetzt ein buddhistischer Weg oder ein christlicher Weg oder ein Weg in keine der großen bekannten Religionen, oder auch die Idee, dass wir eben unser Selbst bekämpfen müssen, es loswerden müssen. Im Buddhismus hören wir ja auch, dass es gar kein Selbst geben soll, was auch wieder Verwirrung stiftet dann. Ich glaube, in einem spirituellen Leben braucht es meines Erachtens eigentlich zwei parallele Aufgaben. Auf der einen Seite ein intuitives Erkennen oder auf einer mehr und mehr tieferen Ebene auch erkennen, was mit diesem Nicht-Selbst eben, mit diesem Begriff, den man oft hört, eigentlich gemeint ist. Nämlich, dass wir eben keine unabhängigen, in sich selber existierenden Wesen sind, sondern dass wir alle Wesen sind, die abhängig sind und in dem Sinne auch eigentlich immer verbunden sind mit dem Leben. Auch wenn es sich oft gar nicht so anfühlt, natürlich. Und das auf einer absoluten Ebene und auf einer anderen, vielleicht könnte man auch sagen, auf einer eher relativen Ebene gilt es darum, ein gesundes Selbst zu entwickeln, das wir brauchen, um diese schwierige Aufgabe, denke ich, weiter verfolgen zu können. Also dieses Konzept von Nicht-Selbst, oder auch Leerheit mit zwei E, das man oft hört, bietet Raum für eigentlich unzählige Spekulationen und Missverständnisse. Eben es bekämpfen müssen. Eigentlich ist das Selbst wie ein Feind eines spirituellen Menschen, könnte man manchmal meinen.
Oder wir verwechseln es eben mit einem Gefühl unserer Wertlosigkeit oder unserer Unbedeutsamkeit. Oft wird dieses Konzept von Nicht-Selbst auch falsch verstanden im Sinne von, dass wir es missbrauchen als Entschuldigung, um uns aus einer Verantwortung ziehen zu können. Also quasi so wie die Sätze, ja, es ist sowieso alles eine Illusion, wird immer mal wieder eben dazu verwendet. Aber eigentlich, wenn wir es so verstehen oder gebrauchen, das Einzige, was wir tun, ist eigentlich nur unsere Aversionen weiter verstärken. Und wir verpassen es auch damit, eben dieses Nicht-Selbst in seinem wahren Sinn zu erkennen und in dem Sinn auch die befreiende Wirkung, die es damit zur Folge hat. Und ich glaube, die Zeichen eines wahren Verständnisses für dieses Nicht-Selbst sind eben nicht innere Armut oder Einsamkeitsgefühle oder Nichtigkeitsgefühle oder Depressionen, sondern ist innerer Reichtum, Verbundenheit und ist Freude. Es gibt auch eine Geschichte, einige kennen sie vielleicht von euch, die eigentlich eben ein Beispiel sind, wie dieses Nicht-Selbst auch falsch verstanden werden kann. Ein Schüler sprach zu seinem Guru: Die wahre Natur der Dinge ist die Leere. In Wirklichkeit existiert absolut nichts. Es gibt weder dich noch mich, weder Weisheit noch Dummheit. Der Guru betrachtete ihn lange, dann gab er ihm eine schallende Ohrfeige. Der Schüler erschrak und wurde dann furchtbar zornig. Wenn nichts existiert, erkundigte sich der Guru, woher kommt dann dieser Zorn? Also dieser Begriff von Nicht-Selbst meint nicht, dass es uns nicht gibt. Er meint lediglich, dass wir nicht so existieren, wie wir meinen oft. Nämlich eben als unabhängige Wesen, in denen irgendwo etwas Solides, etwas Festes, etwas Unveränderliches gefunden werden kann, das völlig unabhängig ist vom ganzen Rest der Erfahrungen. Sondern dieses Ich oder das, was wir Ich nennen, ist eben ein Prozess, der sich ständig verändert, der sehr dynamisch ist, sehr lebendig ist. Es ist mal dieser Prozess eben des physischen Körpers, etwas, das ja auch in den Wissenschaften unterdessen erkannt wurde, wie schnell unser ganzer physischer Körper ausgewechselt wird von Moment zu Moment. All die Sinneserfahrungen, die wir damit haben, der Prozess der Gefühlsempfindungen, die wir haben, dadurch, dass wir ein Bewusstsein haben und eben einen Körper, der spürt und sieht und hört. Prozess der Reaktionen, der Antworten, der Emotionen, die wir auf diese Gefühlsempfindungen haben. Und natürlich der ganze Prozess des Bewusstseins, der all diese Erfahrungen wahrnehmen kann. Und eigentlich das Gefühl eines unveränderlichen, soliden, bleibenden Selbst entsteht eigentlich immer in diesen Momenten, und die sind natürlich oft sehr lange, diese Momente, oder sehr solide scheinbar, wenn wir ein Aspekt aus diesem dynamischen Prozess hervorheben und uns daran festhalten und sagen, ja, das bin ich. Das war ich immer und das werde ich immer sein. Wenn wir uns auf eine innere Reise begeben, so brauchen wir eben ein großes Maß an Selbstachtung, an Selbstvertrauen. Also wir brauchen ein gesundes Selbst. Wir brauchen Qualitäten wie eigenes Unterscheidungsvermögen, Liebe, Achtung für uns selber und in dem Sinne Liebe und Achtung für das ganze Leben auch, in dem wir eben auch ein Teil sind. Kultivation von Herz und von Geist ist ein sehr schwieriges Unterfangen, weil eben es eigentlich ganz unseren Gewohnheiten entgegengesetzt verläuft. Also die Transformation von Erfahrungen wie Aversion, von Unwissenheit, von Nichtverstehen, von all den leidvollen Erfahrungen und Reaktionen, die wir haben, in
glückbringend, in Freude bringend, eben wie Großmut, wie Mitgefühl, Liebe, Erkenntnis, erfordert sehr viel Mut, immer wieder. Sehr viel Kühnheit, könnte man eigentlich auch sagen. Ich glaube, es ist eigentlich die schwierigste Sache überhaupt in unserem Leben. Ich möchte hier einige Möglichkeiten aufzeigen aus meiner Erfahrung, wie eben Selbstvertrauen und Selbstachtung in verschiedenen Bereichen unseres Lebens und in unserer spirituellen Praxis, wie wir die weiter kultivieren können. Es ist sicher nicht eine vollständige Liste, sondern es ist vielleicht einfach eine kleine Auswahl, um eine gewisse Anregung auch bieten zu können. Der eine Bereich betrifft das ethische Verhalten. Eigentlich der erste Aspekt einer der drei buddhistischen Praxisaspekte, der von Shila, ethische Integrität. Und zwar meine ich hier ethisches Verhalten aus Achtung vor mir selber oder uns selber und Achtung vor dem Leben in seinem weiteren Sinne. Geshe Rabten, ein großer tibetischer Meister, hat einmal geschrieben in einem seiner Bücher, Selbstachtung ist ein geistiger Faktor, der das Unheilsame aus Gründen des persönlichen Gewissens vermeidet. Selbstachtung hat die Funktion, unheilsame Handlungen in Taten, Worten und im Geist zu unterlassen. Also vielleicht sind wir gerade dabei, einem Wesen Schaden zuzufügen, in was immer für einer Form, sei das mit Worten oder tatsächlich mit Taten. Und durch das Innehalten oder durch unsere Reflexion, dass wir selber ja auch nicht möchten, dass uns dieser Schaden zugefügt wird, lassen wir von dieser Handlung ab. Also ethisches Verhalten nicht aus Pflichtgefühl oder aus Angst vor der Hölle oder was immer wir befürchten, ja, wenn wir nicht die lieben Frauen oder Mädels sind, wenn wir diese Regeln nicht einhalten, sondern aus Achtung vor sich selber und Achtung vor dem Leben. Ich glaube, diese fünf ethischen Verhaltensrichtlinien, die man in der buddhistischen Praxis kennt, aber natürlich auch in anderen Traditionen, können ein sehr hilfreiches Maß sein, wie wir eben ein Leben mit mehr Harmonie, mehr Freude, mehr innerer Sicherheit auch leben können. Und zwar sind es eben nicht in Stein gemeißelte Gebote, ja, die es gilt zu befolgen, sondern es sind Lebensbereiche, die wir mit Bewusstheit beleuchten können und dementsprechend auch unser Verhalten verändern oder anpassen. Zum Beispiel können wir uns immer wieder entschließen, kein Lebewesen absichtlich zu töten oder zu verletzen. Und da sind wir selber natürlich eingeschlossen, weil wir auch Teil des Lebens sind. Sondern uns eben stattdessen vor allem die Wertschätzung und der Schutz für das Leben zu üben. Und es ist ja auch so, gerade weil wir ja im Grunde genommen schon verbunden sind, haben wir auch diese Fähigkeit, uns immer, wenn wir uns daran erinnern, in ein anderes Lebewesen hinein zu versetzen oder zu verfühlen. Die Schwierigkeit ist nur, dass wir es entweder uns nicht daran erinnern, dass es eine Möglichkeit ist, oder es auch nicht wollen, wenn wir uns daran erinnern. Das ist oft die Schwierigkeit. Aber es ist eine Fähigkeit, die wir weiter kultivieren können auch. Und hilfreich ist eben gerade auch hier, dass wir uns auch immer wieder daran erinnern oder kontemplieren, dass alle Lebewesen, genau wie wir, also die Lebewesen, die wir gut finden, die wir schätzen, die uns nahe stehen, genauso wie die, die wir mühsam finden, die uns nichts angehen, die, von denen wir auch nichts weiter wissen möchten. All diese Lebewesen haben diesen Wunsch, sich sicher fühlen zu wollen, glücklich sein zu wollen, ohne jegliches Leiden. Und zwar genauso wie wir ohne möglichst ein
ganz bisschen leiden, wenn es geht. Ja. Nicht nur von allem leiden, sondern möglichst in jedem Moment kein bisschen. Genau wie wir auch. Natürlich tun wir und tun all die verschiedenen Lebewesen oft das, was eben zum Leiden führt. Aber eigentlich, wenn wir wirklich hinschauen, hinspüren, ist die Motivation immer die. Auch wenn die Wege sehr verworren sind oft, wie wir denken, dahin kommen zu können. Wir können uns auch entschließen, nichts zu nehmen, was uns nicht gehört. Und stattdessen uns eben üben in Freigiebigkeit, in Großzügigkeit, in Großmut auch. Also Freigiebigkeit nicht nur in materiellen Dingen, sondern ich denke, hier gehört vielleicht gerade auch Toleranz dazu. Immer dann, wenn wir etwas zu geben haben, sei das materiell, sei das Zeit, sei das Aufmerksamkeit, sei das unser Wissen, immer dann haben wir das Gefühl, dass wir reich sind. Ganz egal, wie viel wir haben eigentlich. Und in all den Momenten, wo wir denken oder wo wir schauen, ja, was könnte ich noch kriegen, wo schaut noch was für mich raus, wo kann ich das Maximum rausholen. In jedem solchen Moment, einfach als Geistes- oder Herzenszustand, ist ein Gefühl davon innerer Armut. Ich denke, ich möchte es hier nicht einfach als ein Statement sagen, sondern etwas, das wir alle untersuchen können und auch immer wieder aufgefordert sind zu schauen, ist das so? Wie fühlt es sich an, wenn ich großzügig bin, wenn ich etwas gebe, einfach also für mich zu behalten? Wie fühlt es sich an, wenn ich mich zurückhalte, ohne jetzt uns selber zu werten oder zu schauen, wie sollte ich sein, wie müsste ich sein, sondern in dem Sinne auch zu lernen für uns selber. Was hat welche Wirkung? Und das ist ja auch das Tolle, und eines der Gründe, weshalb mich die buddhistische Praxis so enorm angesprochen und überzeugt hat, diese Aufforderung für uns selber zu schauen, wie es ist. Dass da zwar mal jemand sagt, schau mal dorthin, oder das wäre vielleicht hilfreich, und gleichzeitig aber ich aufgefordert bin, selber zu schauen, was wirkt wie. Und das ist das, was uns schlussendlich überzeugt. Und durchhält in schwierigen Situationen. Echt. Wir können uns auch entschließen, die Wahrheit zu respektieren. Also nichts Unwahres zu sagen, wenn wir die Wahl haben. Und die haben wir ja sehr oft auch. Stattdessen eben das zu sagen, was hilfreich ist, was verbindend ist auch. Sei das in unserer Familie, in der größeren Gemeinschaft. Ich glaube, unsere Sprache, unsere Kommunikation über die Worte ist ein sehr, sehr machtvoller Bereich auch, ein sehr schwieriger Bereich, wo wir alle wissen, dass wir enorm verletzen können und alle auch schon sehr sicher verletzt worden sind und gleichzeitig eben auch ein Instrument, wo wir enorm heilen können, enorm Positives in die Welt bringen können auch. Ich glaube, gerade auch durch das Reden, die Sprache, versuchen wir oft zu imponieren oder versuchen eben zu diesem Selbstwertgefühl zu kommen. Dadurch, dass wir vielleicht so reden, dass uns andere bewundern oder uns toll finden oder uns enorm demütig finden vielleicht, ja, alles auch, um irgendwie das Gefühl zu haben, dass ich einen Wert habe, dass ich es mir wert bin. Aber ich glaube, wenn wir wissen, und das tun wir ja eigentlich immer, wenn wir in uns hineinhören, dass unsere Aussagen nicht ganz der Wahrheit entsprechen, dass wir da vielleicht eben übertrieben haben oder etwas weggelassen haben, das eigentlich auch noch dazugehört hätte zu dieser Geschichte, dann kann uns, glaube ich, diese Bewunderung von den anderen nicht wirklich eben dieses Gefühl von Wertschätzung bringen tatsächlich. Wenn es basiert auf Unwahrheit.
Ich meine jetzt nicht nur Unwahrheit, so die ganz groben Lügen, sondern die hat sehr viele verschiedene Gesichter, ja, eben mit Übertreiben und Unterlassen und Ausschmücken. Und ich denke, es ist wichtig, bei all diesen Gefühlen oder Dürfen, je nach angenehm oder unangenehm, ich glaube, wenn wir uns entschließen, eben diese ethische Integrität als Teil unserer Praxis zu machen, dann sind wir auch viel weniger verhaftet, auch mit Selbstvorwürfen oder mit Schuldgefühlen. Ich glaube, es ist auch in dem Sinne unerlässlich, wenn wir wirklich in die Tiefe schauen wollen, in uns, im Leben, quasi an die Wurzeln des Lebens schauen möchten, dann ist es wirklich unerlässlich, diese ethische Integrität einzubeziehen und sie als ein sehr wichtiger Teil der Praxis zu machen. Weil ich glaube, nur so können wir eben uns auch sicher fühlen, um all die schwierigen Erfahrungen, die uns begegnen auf einem spirituellen Weg, also die wie Wut, wie Hass, wie diese Abgründe, ja, die uns immer mal wieder begegnen, denen mit einem Gefühl von Vertrauen begegnen zu können. Und dieses Vertrauen ist auf sehr schwachen Beinen, wenn wir diese ethische Integrität weglassen oder ausklammern oder denken, dass es nicht notwendig ist oder keine Rolle spielt. Vielleicht möchte ich hier noch ein bisschen länger verweilen bei der Ehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit auch. Achtung, Respekt für mich selber entsteht immer dann, wenn ich mit mir selber auch ehrlich bin. Also auch hier hilft uns das Gewahrsein, um eben mit unseren Beweggründen, unserer Motivation für unser Sprechen, unser Handeln in Kontakt zu sein oder mehr in Kontakt zu sein. Und dies ist oft nicht sehr einfach. Oft ist es so, dass wir sehen, dass eben unsere Motivation nicht ganz so toll ist, wie wir das uns vorgestellt haben oder wie wir denken, dass es ideal wäre. Oft ist es auch so, dass wir dann sehen, dass unsere Motivationen für unser Tun oder Reden sehr gemischt sind auch. Es ist nicht immer eindeutig, nur wegen dem oder wegen dem. Also die Aufgabe besteht nicht darin, hinzuschauen, Bewusstheit hineinzubringen, um zu kritisieren, um zu urteilen, um uns dann einzuteilen in die Guten oder in die Schlechten, sondern hinschauen, hinspüren, beleuchten, um zu lernen und zu verstehen. Wie ist es? Und mit einer ungefärbteren Achtsamkeit oder Bewusstheit können wir sehr oft dann auch sehen, dass sehr oft eben auch Mitgefühl da ist oder Großmut da ist. Etwas, das wir oft abtun. Ja, wir sind oft sehr gut, ich kann das jedenfalls von mir sagen, all die Dinge zu sehen, die ich noch besser machen sollte, hätte machen können. Und so das andere, wo ich irgendwie großzügig war, ich meine nicht gerade wahnsinnig, ja, aber irgendwie jemandem was gegeben habe oder einen Moment länger Zeit genommen habe, als das mir eigentlich lieb gewesen wäre, tue ich einfach so und ja, ja, das war ja eigentlich gar nichts, ja, das ist ja klar, macht man so. Also Ehrlichkeit mit uns selber ist auch eine Grundlage für einen ruhigen Geist und ein sicheres Herz. Wahrhaftigkeit oder Ehrlichkeit heißt auch, versuchen das, was ich als wahr erkenne, ganz persönlich in meiner Erfahrung, versuchen auch zu leben, in mein Leben einzubringen. Oder jedenfalls zumindest versuchen, das zu versuchen, ja. Also quasi das, was ich als wahr erkenne, auch zu verkörpern. Also nicht auf die eine Weise denken und Vorstellungen haben und dann auf eine ganz andere Weise handeln. Und auch das ist sehr oft sehr schwer, ist Teil der Praxis auch. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir dies tun,
auch in kleinen, auch in scheinbar unbedeutenden Dingen wächst auch unser Mut, unser Enthusiasmus, unser Selbstvertrauen und wächst auch unser Respekt für uns selber. Eine weitere Qualität, welche ein gesundes Selbstvertrauen, das wir brauchen, stärkt, ist das Üben von Verzicht. Etwas, das nicht sehr beliebt ist, das wir nicht sehr gerne hören, sehr verpönt, das Wort Verzicht, Renunciation. Aber ich glaube, es ist auch sehr verpönt und unbeliebt, weil wir oft nur das Negative darin sehen. Es ist immer, wir haben oft das Gefühl, dass uns etwas genommen wird dadurch und können dadurch gar nicht mehr hinschauen und hinspüren, was wir vielleicht bekommen auch, wenn wir diesen Verzicht, wenn wir das auch üben. Ich glaube, loslassen, üben stärkt uns auf die Dauer. Und zwar geht es eigentlich auch hier genauso wie in dem ganzen Bereich wie mit der Ethik nicht darum, eben loszulassen, um uns zu bestrafen oder uns irgendwie vom Leben abzuschneiden, uns etwas nicht gönnen zu wollen, das wir eigentlich haben möchten oder das uns eigentlich zustehen würde, sondern loslassen, um uns innerlich zu stärken, um die Erfahrung machen zu können, dass wir eigentlich alles schon haben, was wir brauchen. Und zwar kann das Üben von Verzicht auch hier in sehr verschiedenen Bereichen sein. Es kann auf der materiellen Ebene sein. Es kann heißen, zu schauen, was brauche ich in meinem Leben? Wie viel brauche ich? Wie viele Dinge brauche ich in meinem Leben? Wie viele Kurse muss ich besuchen in meinem Leben, wie viele Kongresse muss ich besuchen, bis ich vollkommen bin. Es kann auch in vielen anderen Bereichen sein, das Loslassen üben. Ich glaube, durch dieses freiwillige Loslassen oder Seinlassen ist es manchmal eher, statt ein Loslassen. Es gar nicht erst nehmen und festhalten, sondern es einfach, wenn wir merken, dass wir das auch noch haben möchten oder sollten, denken, einfach sein lassen. Eine enorme innere Unabhängigkeit, die dadurch entsteht. In Bern, wo ich wohne, in der Schweiz, muss ich, um nach Hause zu fahren, nach Ittigen 7 Minuten mit einem kleinen Vorortzug. Und da hat es auf einer Wand, die auch diese Graffitis, die gesprayt werden überall. Und eine dieser Graffiti heißt: Schwindet Begehren, erscheint Kraft. Das hat mich, als ich das erste Mal gesehen habe, hat mich das sehr, ich gedacht, doch, meistens steht ja nicht sehr inspirierende Dinge an diesen Hausmauern. Schwindet Begehren, erscheint Kraft. Ich hatte das irgendwie angesprochen, ich weiß nicht, was die Person genau gemeint hat, die das da hingeschrieben hat. Kleiner Koan vielleicht. Ein weiterer Bereich, dem es gilt, Beachtung zu schenken, ist der von Sangha, von Gemeinschaft. Obwohl wir es vielleicht nicht sein möchten, so sind wir doch alle sehr beeinflussbar. Ich glaube, es scheint daher sehr wichtig zu schauen, was und wem wir uns aussetzen in unserem Leben. Zwar meine ich nicht, dass es jetzt hier darum geht, nur noch mit einer Schar Auserwählter leben zu können. Ja, auch eine Tendenz, die man immer mal wieder sieht in spirituellen Kreisen. Ich kann auf keinen Fall in dieses Restaurant, da hat es Rauch und Leute und dies und jenes. Und mehr der Kreis immer enger und enger wird, was wir noch erfahren können, weil wir so spirituell sind. Das meine ich nicht damit. Oder sogar eben, dass wir mehr und mehr eine Unfähigkeit entwickeln, mit allen erdenklichen Menschen und Situationen umgehen zu können. Ich glaube, das wäre genau das Gegenteil von dem, was spirituelle Praxis eigentlich bewirken möchte oder sollte. Aber gleichzeitig denke ich doch, dass es hilfreich ist, achtsam zu sein, wie uns eben unsere Umgebung auch färbt.
sein, dass die Ansichten, Meinungen, denen wir ausgesetzt sind, die Umgehensweisen, wie man miteinander kommuniziert und die Reaktionen auch, die, denen wir ausgesetzt sind. Also vielleicht immer mal wieder auch Gelegenheiten nutzen oder suchen, um eben mit Menschen zusammen zu sein, die diesen Selbstrespekt, diese Selbstachtung in seinem guten Sinne schon mehr verwirklicht haben als wir selber. Oder die jedenfalls auch Interesse haben, daran zu arbeiten. Mit Menschen Zeit verbringen, die uns zuhören können. Die uns tatsächlich wahrnehmen können, statt uns mit ihren eigenen Bedürfnissen zu überhäufen. Mit Menschen, die sich an unserem Erfolg erfreuen können, statt neidisch zu sein. Mit Menschen, die das Gute in uns sehen, statt uns ständig zu kritisieren. Ich habe vor längerer Zeit bereits ein Jahr verbracht in einem buddhistischen Kloster. Es war eine sehr schwierige Zeit damals für mich, war auch einer, mein damals langjähriger Freund hat sich dann entschieden zu ordinieren als Mönch und es hat sehr viel raufgebracht an Schmerzen, an Ängsten, an Wut, an dieses ganze Spektrum natürlich, das damit verbunden ist. Und sehr viele Gefühle auch von selbst verurteilen. Also viele Gedanken von, ja, wenn ich nur hätte, wenn ich so wäre, wenn ich damit umgehen könnte, dann wäre das alles anders, ja. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich dann mal mitten so in einem Anfall von Selbstzweifel und Selbstzerfleischung innerer dann zu einem der Mönche gegangen bin, dem ich sehr Vertrauen geschenkt habe und das auch beklagt habe, all das. Und ich kann mich auch sehr gut erinnern dann auf seine Reaktion, die mich sehr berührt hat. Er hat nämlich zugehört und dann hat er gesagt, ich glaube, du gehst sehr gut damit um. Das war irgendwie, er hat es ehrlich auch gemeint, ja. Und zwar hat er mir gesagt, es sei einfach schwierig. Ja, er hat mir quasi vermitteln können, es ist schwierig, das Leben ist schwierig. Es ist nicht, weil du falsch bist oder weil am Leben etwas falsch ist, sondern es ist so, wie das Leben ist. Also eigentlich diese erste edle Wahrheit, es gibt Leiden, es ist einfach so. Da sind wir alle zusammen im selben Boot, alle die fühlenden Wesen, alle Menschen, alle Tiere erfahren das. Und es war so berührend und sehr befreiend auch für mich, seine Reaktion. Ja, ohne mir irgendwie etwas anderes einreden zu wollen, sondern einfach diesen Selbstzweifel dadurch von mir zu nehmen auch. Also hier einen Menschen zu haben, der mir traut, der meiner Praxis traut. Und es hat mich dann auch ermöglicht, eben zu sehen, dass nicht ich falsch bin, sondern dass eben vielleicht einfach das Leben so ist. Ich glaube auch gerade daher sind spirituelle Lehrerinnen und Lehrer sehr wichtig auch. Ich glaube auch, dass es wichtig ist und ich glaube gerade auch so eine Konferenz, Kongress wie dieser hier ist auch in dem Sinne ein wichtiger Teil, dass wir Gelegenheiten nutzen, Kontakte machen, die uns bestärken in unserem Bemühen und in unserem So-Sein quasi. Und das bedeutet natürlich manchmal auch, dass wir auf etwas anderes verzichten, das auch attraktiv ist oder hilfreich oder an Möglichkeiten da ist. Gerade in unserer Welt gibt es so viele gute Dinge, die man auch noch machen könnte. Also wir immer mal wieder schauen, wo es ist ja beschränkt, das Leben, man verpasst immer irgendetwas. Also wo will ich meine, sieht man gerade in diesem Kongress sehr gut, dass man immer etwas verpasst. Wo
wie wähle ich, wo setze ich meine Prioritäten? Wo will ich meine Zeit verbringen? Wie will ich mein Leben verbringen? Mit welchen Menschen? Und klar, manchmal haben wir die Wahl und manchmal haben wir nicht die Wahl. Ich habe auch ein anderes persönliches Beispiel, für wo ich in meinem Leben auch diese Unterstützung erfahren konnte. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Hakomi-Therapeutin. Und diese Ausbildung beruht sehr stark auf Selbsterfahrung. Und gerade eben diese inneren Qualitäten stärken all der Teilnehmenden, wurde sehr stark unterstützt und bestärkt. Nicht, dass die anderen, die Schwächen, das man, wo man noch arbeiten müsste, nicht gesehen wurde, aber das Hauptgewicht wurde immer wieder darauf gelegt, welche Stärken hat diese Person ganz speziell, ganz individuell. Und das war etwas sehr Neues für mich auch, dass da Menschen sind, die dieses überhaupt sehen wollen, ja, die mich immer wieder darauf aufmerksam machen. Das ist schon da, das muss nur weiter noch gefördert und gesehen werden auch. Ich glaube, wichtig auch, nicht zu vergessen, dass wir selber auch Menschen sein können für andere Menschen. Ja, dass auch wir die sein können, die andere bestärken, unterstützen, Selbstvertrauen geben, Komplimente machen. Ich weiß nicht, wie es hier ist in Deutschland, in der Schweiz ist das nicht so üblich. Ich finde es in Amerika sehr erfrischend auch, ja, das ist mir aufgefallen bei meinem ersten Amerika-Aufenthalt. Die sind sehr gut im Komplimente machen, etwas, das ich jedenfalls den Schweizern sehr fehlt. Und das wirklich echt meinen auch, ja, und das ausdrücken und was war. Und die dann auch entgegennehmen zu können, das ist dann noch die andere Schwierigkeit, ja. Ein weiterer Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist die Metta-Meditation. Die liebende Güte-Meditation, eine Meditationsform in meiner Tradition, praktiziert wird. Also diese liebende Güte für sich selber entwickeln. Über das Gute in sich selber reflektieren. Etwas Gutes, das wir getan haben, gesagt haben, etwas Freundliches. Zum Beispiel jeden Abend sich einen Moment Zeit nehmen, drei Dinge, die wir Gutes gemacht haben. Am heutigen Tag. Sehr schwierig, finde ich, sehr schwierig. Weil auch hier, ja, klar, das, aber so ist eigentlich auch nichts, habe ich ja sowieso nur gemacht, weil und so. Einfach drei Dinge finden und die ehrlich anerkennen. Sagen, ja, das war gut, oder das war nett, oder das habe ich nicht gesagt, eigentlich wollte ich dem schon mal lange sagen und dann habe ich mich zurückgehalten. Das war wirklich gut, habe ich das nicht gesagt. Also es gibt ethisches Verhalten, Ehrlichkeit, Verzicht, Pflegen von Gemeinschaft, von Sangha, die uns unterstützt auch, Üben von liebevoller Güte. Das letzte und vielleicht der wichtigste Punkt ist der des klaren Erkennens, unsere eigene Weisheit. Sie ist es eigentlich, die uns immer wieder aus dem Gefängnis der Zaghaftigkeit befreit. Und da meine ich vor allem in diesem Zusammenhang mit Selbstrespekt, das Durchschauen unserer Gedanken und unserer inneren Glaubenssätze und Bilder, welche unser Selbstvertrauen schwächen, es untergraben oder es klein halten. Also dieses Erkennen und dieses Durchschauen wird uns mehr innere Weite, mehr Freude und Enthusiasmus bringen. Ich glaube, diese Tyrannei, all diese Stimmen in uns, die uns verurteilen, die uns selbst hassen, Gewalt, muss ins Licht der Gewahrseins gebracht werden, so dass wir sie eben mit Liebe und mit Mitgefühl sehen können oder umschließen können auch. Also all diese Selbstbilder, Selbstkritik, mit dem Gewahrsein, was ja diese Helligkeit auch ist, quasi beleuchten. Und einfach sehen, ah ja, ist einfach ein Satz, etwas, das es sagt, eine lange, lange Gewohnheit zwar,
seit 10 Jahren oder seit ich mich kenne, oder vielleicht, wenn wir das Gefühl haben, dass es mehrere Leben gibt, seit unzähligen Leben, ist es sich gewohnt, so und so zu reagieren. Aber mehr ist eigentlich nicht dahinter. Also dieser innere Satz, ich schaffe das nie oder ich kann das nie oder ist eigentlich nichts anderes als einfach ein Satz, der innerlich sagt, ich schaffe das nie. Ich finde das so irre, dass uns etwas so völlig Substanzloses, ja, eine so enorme Macht hat. Immer wieder, ich meine, ich kenne das sehr gut bei mir auch. Ich finde das das absolut Absurdeste eigentlich, wenn man hinschaut. Und hier gehört natürlich auch gerade das Vergleichen dazu. Also mich mit anderen vergleichen oder mich vergleichen, wie ich sein sollte. Ja, wie sollte ich sein, wenn ich einen Vortrag gebe oder wenn ich das Gefühl habe, ja, wenn ich einen Vortrag gebe, dann sollte ich eigentlich ruhig sein, gesammelt sein. Und dann merke ich, wenn ich hinschaue, dass ich alles andere als ruhig bin, sondern eher sehr unruhig und 5-mal aufs Klo muss vorher. Und wenn ich mich völlig identifiziere damit, dann leide ich enorm, ja, enorme Zweifel, Selbstzweifel. Wenn ich einfach sehen kann, aha, Unruhe ist da, 5-mal aufs Klo ist da, dann ist das zwar immer noch da, es ist nicht so, dass diese Erfahrung dann ändert und plötzlich eine absolute Ruhe einkehrt, aber es ist kein weiteres Problem damit. Ich kann einfach sein, ich kann es einfach sein lassen. Ich muss es nicht nehmen als meine Erfahrung. So bin ich. Ich bin immer so, ja. Dann erfahren wir dann auch, dass wir manchmal eben anders sind und können uns auch überraschen lassen davon. Dass eigentlich alles, was wir erleben, sei es innen oder außen, sei es wichtig oder sei es noch so unwichtig, sei es tiefgründig oder oberflächlich, ist eigentlich nur ein temporärer Gast. Es ist nicht, wer wir sind. Und in jedem Moment, in dem wir uns eben nicht an unsere Erfahrung binden, uns nicht dadurch begrenzen, sind wir frei. Für gerade diesen Moment. In jedem Moment, in dem wir uns nicht mit diesem Gefühl oder diesen Gedanken oder dieser Körperempfindung als mich und mein identifizieren. In jedem solchen Moment ist Weite da, sind Möglichkeiten da und ist auch ein Staunen da über das Mysterium, das wir und das das ganze Leben ist. Und in jedem solchen Moment ahnen wir vielleicht auch etwas von diesem grenzenlosen Potenzial, das uns alle innewohnt. Und ich möchte hier mit meinen Betrachtungen mit dem Bodhisattva-Gelübde abschließen. Nicht, dass ihr dieses Gelübde nehmen solltet. Es ist ein Gelübde aus der Mahayana-Tradition. Auch dieses Gelübde eignet sich sehr gut, um uns damit zu messen. Und dann sofort zu verzagen oder uns damit zu messen und es sofort als eine Unmöglichkeit abzutun. Ich glaube, wir können es aber auch als unser Potenzial sehen. Als ein Same, der in uns allen schlummert. Und als eine Richtung, in die wir uns bewegen wollen. Und für mich drückt dieses Bodhisattva-Gelübde ein letztendliches Selbstvertrauen aus in seinem allerbesten Sinne. Die Lebewesen sind zahllos, ich werde helfen, sie zu befreien. Die inneren Konflikte sind endlos, ich werde sie beenden. Die möglichen Erkenntnisse sind unermesslich, ich werde sie verwirklichen. Der Weg der Buddhas ist groß, und ich werde ihn bis zu Ende gehen. Ja, gibt es Kommentare, Fragen, Ergänzungen? Ich habe nur eine Frage, eine Erfahrung. Ich kenne es mir schon auch, dass ich so gerne gebe oder
oder weil ich eben die Freude dabei bin und das wieder erreichen, habe ich genau das Gefühl, dass ich gebe, um was zu bekommen. Und merke dann beim Geben, oder weiß nicht, bin ich enttäuscht, wenn ich nicht zurückbekomme. Oder auch was andere Leute haben will. Und ich weiß nicht, was ich da machen soll. Soll ich dann nicht mehr gehen? Wenn ich was haben will, und kann ich auch nicht loslassen, dass ich was dafür haben will? Oder soll ich sagen, dass ich was dafür haben will? Oder irgendwie. Ich glaube, das Tolle an dieser Praxis ist, dass es eigentlich nicht ein Gut, eines ist richtig und das andere ist falsch gibt. Sondern es geht immer wieder darum zu schauen und gewahr zu sein, was jetzt gerade ist. Und in dem Sinne, ich kenne das auch, ich meine, das kennen das alle, ja, geben als völliger altruistisch und es wird ja auch in den Schriften gibt, traditionell diese etwas aufgezählt, das königliche oder königinnenliche Geben und das weniger königliche, also geben das Beste, was wir haben und uns dann noch freuen daran, oder wir geben ein bisschen weniger, was uns weniger lieb ist und ja, ist auch okay, oder wir geben das, was wir eigentlich lieber nicht mehr haben möchten, und am Schluss sind wir uns noch reuig, dass wir es gegeben haben. Also diese ganze Palette. Ich glaube, wichtig ist, dass wir immer wieder schauen, wie ist es, wenn ich das mache. Und ich glaube, das können wir nur, wenn wir eben nicht immer gleich beurteilen. Das ist wirklich der Schlüssel, oder? Den wir irgendwie oft nicht kapieren. Mit der Praxis. Die Praxis nicht dazu gebrauchen, um richtig und falsch, sondern die Praxis geht darum, Weisheit zu kultivieren. Das heißt, immer wieder schauen, wie ist es? Also, vielleicht manchmal sehe ich, ja, ich gebe einfach, ich möchte da was zurück, oder ich will, dass die mich gut findet, oder dass die mich mag, oder was immer die Beweggründe sind, oder damit ich das dann auch kriege. Und dann, manchmal entschließe ich mich dann, okay, jetzt mache ich es nicht. Ja, und dann schaue ich halt von dort wieder, wie ist das? Wie fühlt sich das an? Was entsteht dadurch? Ein andermal entschließe ich mich vielleicht, ich gebe es auch mit diesen Beweggründen und schaue, was weiter ist. Ja, also, es gibt nicht in dem Sinn das Richtige oder Falsche. Also, ich glaube, wir müssen die Ideale, es ist schon wichtig, Ideale zu haben, eine Richtung, ja. Aber diese Spannungen tragen zu können, auf der anderen Seite eine Richtung, ein Ideal, wo wir hinwollen, gleichzeitig besteht der Weg dadurch, von Moment zu Moment ehrlich zu schauen, aha, so ist das, ja, oder so wirkt das, oder wenn ich das jetzt nicht kriege, was ich gehofft habe, aha, dann fühlt sich so an, und dann ist die Praxis halt damit zu sein wieder. Ja, also wirklich von Moment zu sein auch. Mit Enttäuschung zu sein oder was immer es dann ist, halt in dem Moment, was das wieder auslöst. Macht das Sinn oder nicht so? Wir haben gerade mit Geben, haben wir oft das Gefühl, ja, ich soll nur geben, wenn ich völlig so eine reine Motivation auch da ist, oder? Aber ich habe mir auch mal eine Zeit lang genommen, einfach als Praxis, nicht als was man sollte. Okay, ich gebe einfach jedes Mal. Ich finde es so spannend, oder? Dass ich mal, okay, heute Vormittag mal eine Zeit, wo ich mir sage, jedes Mal, wenn ich gefragt werde oder eine Gelegenheit ist, gebe ich was immer Zeit oder. Und das hat enorm viel raufgebracht. Ja, zuerst war das Gefühl, ja, aber dann käme man da hin, oder? Dann am Schluss hätte ich ja überhaupt nichts mehr. Bis ich gemerkt habe, also so viele wollen eigentlich gar nicht mehr. Das war auch ein bisschen enttäuschend dann. Ja, einfach als eine Praxis, oder? Dass wir uns das so, wie soll ich sagen, so Phasen auch machen, das auch irgendwie spannend machen, auch irgendwie die Praxis, ja, nicht so als ein, so diese belastende, eigentlich ginge es ja darum,
vergisst man immer mal wieder Freude zu entwickeln, ja, und nicht sich das Leben noch schwieriger zu machen, wenn wir eine spirituelle Praxis ausüben. Ja, das ist ja auch eine Frage von mir. Das ist ziemlich am Macher steht, so bei dem Leben irgendwo so eine Grenze zu setzen. So, zum Beispiel, wenn man durch die Stadt geht, man sieht also so viele Leute, die auf der Straße wohnen und das Leben und halt dann auf eine kleine Spende bitten. Und das denke ich mir auch, dass das hat ja nie ein Ende. Irgendwo muss man anfangen, irgendwo muss man aufhören. Oder auch wenn man einen Betrag spendet für irgendwas, ja, ich denke mal, wie viel soll es so einsetzen? Ist so viel genug oder nur so viel? Also ich kann da irgendwie, ich weiß nie, wo man da anfangen und wo man aufhören soll, ne? Wo irgendwie ein gutes Bewertungsmaß wäre. Im Endeffekt hat man nie genug zu geben. Ja, ich glaub, es zeigt auch ein Teil der Wahrheit dieses Lebens, also diese Sicherheit, die wir alle gerne möchten, ja, so irgendwie ist es bei mir jedenfalls, ich möchte auch gerne so etwas wie der liebe Gott, der mir sagt, so ist dann richtig, da gehörst du dann zu den Guten, ja, am Schluss, wenn es dann irgendwie bewertet wird, und hier gehörst du dann nicht so zu den Guten, aber mit dieser Unsicherheit, mit diesem Nichtwissen auch, ich weiß nicht, ob einige von euch heute auch bei der John Halifax noch im Workshop waren, mit diesem Nichtwissen immer wieder, ja, mit dem auch sein zu können, ich glaube, das ist auch ein großer Teil der Übung. Und da merken wir sehr oft auch, ich weiß ja gar nicht, oder? Also, dass wir eben immer mal wieder dorthin kommen, wenn wir uns nicht so einfach an die fixen Meinungen halten, ja, das ist gut und so, sondern wenn wir da auch ein bisschen offener werden, merkt man auch, dass ich oft eben gar nicht so weiß und dass das nicht einfach so gerade Linien gibt, oder, was richtig und was falsch ist, wo ich aufhöre und wo du anfängst, oder, wenn wir diese Grenzen, die wir ja künstlich in uns immer wieder herstellen oder uns festhalten, wenn wir die ein bisschen lockern, dann ist das alles so ein bisschen auch beängstigend flexibel, unsicheres Gelände. Dieses Leben überhaupt, denke ich, ist ein großes Fragezeichen. Also ich glaube, ich für mich, das Einzige, was ich immer wieder sehe, ich kann immer nur wieder hier kommen und schauen, was ist meine Motivation im Moment. Und manchmal sehe ich, die ist auch nicht gerade so ganz toll, ja, sehe ich halt eben auch manchmal. Oder dann sehe ich, aha, ja, die ist echt. Und trotzdem, ich meine, das, was du sagst, für die wenigen von euch, die in Indien waren oder sonst dort, ist das noch viel mehr. Da gibt man das endlos, oder? Das ist dieses Leiden, dieser. Und dann halt auch in dem Sinne, es macht uns echt, ich meine jetzt echt demütig, in dem Sinne von zu sehen, es liegt nicht alles in meiner Macht auch, oder? Ich kann mein Bestes tun, immer wieder, und mich immer wieder neu motivieren, dort hinzuschauen, und das andere muss ich abgeben, muss ich übergeben. Auch ich bin nur ein Teil, ein kleiner Teil dieses Universums. Und ich bin da von Katholizismus geprägt worden und das habe ich mich nicht anlegen, selbst auf der Geschichte, wirklich angelegt. Und ich finde, das ist wirklich ein Gradmoment zwischen Selbstaufgabe und Selbstaufgabe. Und das ist wirklich ein Gradmoment, das finde ich. Und natürlich gibt es dadurch die Doktrin, natürlich die mehr in der Selbstaufgabe zu gehen, als in der Selbstaufgabe. Und mir ist klar, dass geworden, dass in dieser Selbstaufgabe ein Stück von dem Besten, von mir, verbunden ist. Das heißt, bei mir ist so als Erklärung, die Erkennung, die Bezeichnung haben, das geht nicht darum, diese sogenannte Selbstaufgabe.
verlieren, haben sie sich dafür weg. Oder in diese sogenannte Leben, in diese Untersuchungsprozessaufgabe. Ich binde natürlich die Leute, wo ich angeblich lebe. Ich glaube, schlussendlich ist es wirklich eben die Weisheit, die auch hindurchsieht, dann immer natürlich auf verschiedenen tieferen Ebenen immer wieder, dass es vielleicht gar nicht zwei verschiedene Dinge sind sowieso, oder? Weil eben dieses Gefühl von Getrenntsein mehr und mehr auch durchschaut wird, oder? Und von dort her macht es eigentlich auch nicht mehr so Sinn, dann auf der Ebene dann von dem zu sprechen, der gibt und derjenige, der empfängt jetzt, oder? Also es geht ja parallel dazu, eben diese, glaube ich, muss diese Weisheit und dieses Erkennen muss Teil davon sein, sicher. Ja, ich sehe es auch oft, wenn ich bei mir schaue, dass es auch kommen kann aus Gefühlen von, ja, mich nicht aussetzen wollen oder mich nicht, dann, ja, bin ich lieber so auf der sogenannten unsichtbaren Seite, aber das kommt nicht daher, weil ich so selbstlos bin jetzt, sondern eher, weil ich sogar das Selbst sehr groß ist im Sinne von, nicht die sein wollen, die jetzt da irgendwie mal was sagt oder für etwas einsteht oder ja, ich glaube, die Zeit, das ist Zeit.